Einen Tag nach seinem Schuldspruch bezeichnete Donald Trump auf einer Pressekonferenz seinen Prozess als sehr unfair, griff Richter Juan Merchan an und nannte dessen Vorgehen widersprüchlich. So I'm the leading person for president and I'm under a gag order by a man that can't put two sentences together, given by a court, and they are in total conjunction with the White House and the DOJ, just so you understand. This is all done by Biden and his people. As far as the trial itself, it was very unfair. We weren't allowed to use our election expert under any circumstances. You saw what happened to some of the witnesses that were on our side. They were literally crucified by this man who looks like an angel, but he's really a devil. Trump holte zum Rundumschlag aus und nennt Biden den dümmsten Präsidenten der Geschichte. Der historische Schuldspruch gegen Donald Trump verschärft wenige Monate vor den Präsidentschaftswahlen die Spannungen im ohnehin tief gespaltenen Amerika. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten, dass ein ehemaliger US-Präsident strafrechtlich zur Verantwortung gezogen wird. Dem Republikaner droht nun eine geld- oder mehrjährige Haftstrafe, die auch zur Bewährung ausgesetzt werden kann.